Herzlich willkommen bei JumpTV. Schon gleich steht Ostern wieder vor der Tür. Viele Leute können sich auf ein verlängertes Wochenende freuen. Aber warum feiern wir überhaupt Ostern? Und warum gibt es einen Osterhass? Wir wollen wissen, wie die Solothurner informiert sind. Die Ostern steht schon bald wieder vor der Tür, aber warum feiern wir überhaupt Ostern? Also das ist das Fest von der Auferstehung. Das ist eigentlich ein ganz altes Fest noch von der Judenzeit her. Darum feiern wir das noch? Ja, die Ostern, das ist Auferstehung. Und die Ostern ist natürlich für mich im weitesten Sinne auch ein Geschenkstag für die Kleinen. Weil es ein Brauch ist und weil man Farben, Frühling, ja, Familie, Zusammengehörigkeit. Das war die Auferstehung vom Herrn Jesus. Wegen Jesus. Von der Kreuzigung Jesus. Was hat es mit dem Osterhase auf sich und warum ist es ausgerechnet ein Hase? Ja, das ist eine alte Überlieferung, habe ich das Gefühl, wo der Osterhase das überliefert worden ist und der als Glücksbringer und Frühlingsbote tut man den vorstellen und vorschieben. Gute Frage, weiss ich nicht. Weil es eben zum Brauch gehört und die Osterhase halt dazu gehören. Keine Ahnung. Das weiss ich auch nicht. Keine Ahnung. Also schon, ja, Hase. Ich weiss auch nicht. Kommen denn die jungen Hase auf die Welt? In dieser Jahreszeit, ich weiss nicht. Wieso also ein Hase eigentlich? Ja. Speziell. Das ist auch irgend so eine Brauch, den jemand mal erfunden hat, um die Kinder ein bisschen glücklich machen, würde ich sagen. Ja, das weiss ich jetzt auch nicht genau, aber ich denke jetzt Frühling, Frühlingsgefühl, der Hase, herzig. Das kann ich weiss jetzt, also wegen dem Hase weiss ich es nicht. Wie verbringen Sie die Ostern? Oh, je nach Wetter, also auf dem Wasser, wir gehen aufs Schiff oder daheim im Garten, machen Brunch, eben Osterhasen verstecken, Osterhasen suchen. Ja, Familie. So ja, mit der Familie, mit Ausflügen und je nachdem, wie das Wetter ist. Ein bisschen mehr Besinnung. Eigentlich im Rahmen von Familie. Und ja, am Morgen früher noch Ostereier gesucht im Garten und jetzt auch einfach gemütlich beisammen sein. Mit der Familie? Auch mit der Familie. Ziemlich in der Kirche, wo ich bin. Sakristanin, das bedeutet für mich sehr viel Gottesdienste in dieser Zeit. Und ja, feste Trauer, feste Freude. Werden bei Ihnen daheim auch Ostereier und Schoki gesucht? Ja, eben früher schon und jetzt etwa seit 2 Jahren nicht mehr. Ja. Also mit den Osterhasen verstecken, Ostereier verstecken, mit den Ostereier färben, ja, gehört alles dazu. Ja, also jetzt nicht mehr natürlich, aber wo die Jugend kleiner, wo die Buben kleiner waren, hat man das gemacht. Und jetzt mit den Enkelkindern tut man sicher das pflegen, die Überlieferungen. Ja. Ja, ja. Mit Genuss. Zeit, das Kind gross ist, eigentlich nicht mehr, nein. Und ich auch nicht so gerne joggen lassen und dazu. Welches sind die besten Verstecke für Ostereiersuche? Entweder im Garten bei schönem Wetter oder in der Wohnung, im Backofen. In der Wäschmaschine genau. Oder in einem Kleiderkasten oder ja, in einer Pfanne in irgendeinem Kasten oder so, ja. Was soll ich sagen, sie haben es selber gemacht. Ja, draussen irgendwo gestreut, ganz verteilt unter den Büschen. Oder die einfachsten wären unter dem Bett. Oder Mästerung, was gibt es noch kompliziertes? Ein Gefrierfach. Ja, genau. Schon so lange her, bei mir, dass ich mich verstecken. Ja, das ist unter den Sträuchern. Und wenn schlecht Wetter ist, muss man sie halt unter das Bett oder unter einen Kasten tun. Ich würde sagen, so in den Büschen, im Garten. Das ist immer, hat uns am meisten zu suchen. Ein Baumhaus. Oder ja, draussen im Garten. Bei den Bäumen, bei den Büschen und mit den Stegen, ja, überall. Das war es vom Elfi Highlight. An Ostern feiern wir die Wiederauferstehung von Jesus. Es gibt bis heute keine genaue Erklärung für den Osterhase. Nur so viel, es ist ein Symbol für den Frühling. Wir von JumpTV wünschen euch allen noch ganz eine schöne Osterzeit.